Willkommen zurück zu Fallout 3. In der letzten Aufnahmepause habe ich Impacts besorgt und war shoppen und kam jetzt hier nach Tenpenny Tower da ist mir aber sowas aufgefallen. Ne? Also ich bin hier, weil ich ja keine Ahnung mehr hatte. Ne? Ich war jetzt hier 700 Jahre gefühlt nicht. Ja? Ich weiß ja nicht mehr, wo hier was ist. Dachte mir so, ach ja, ne, gehst du hier rein, was findest du hier? Ui, ein Ghoul. Ja, so weit, so furchtbar. Übertriebener Kill, aber hey. Ja. Und jede Menge Blut. Ja, also sonderlich hier viel weiter. Da habe ich schon. Sonderlich viel weiter gegangen bin ich jetzt hier nicht. Hier ist diese Tür, durch die wir ja schon mal hätten gehen können. Durch den einen Schlüssel. Oder so. Von der anderen Seite aus aktiviert, okay. Jedenfalls bin ich halt zu einem der Ghule hier gegangen. Und, dachte mir dann so, was ist das für eine Sprachoption, die ich hier habe? Hier zu ihm bin ich hingegangen. Hallo. Hey, ich habe sie falsch eingeschätzt. Gute Arbeit. So, und der Lagerraum im Keller ist voller Leichen. Hast du irgendetwas damit zu tun? Ganz einverstanden war ich mit Roys Entscheidung nicht. Aber was soll's? Wir sind nun mal ein Haufen Arschlöcher. Niemand ist unschuldig. Also haben sie die ganzen Menschen, die hier waren, getötet. Deswegen war auch plötzlich halt Mr. Alistair tot in meiner Quest. Viel Glück. Jetzt natürlich halt so meine Frage. Nicht einmal daran, hier einzubrechen. Bevor ich jetzt hier mit anderen Leuten hier noch rede, also zum einen ist mir halt da noch aufgefallen, ach hier, der Mexican Sheriff, der sitzt ja auch hier gar nicht mehr. Ja, also dafür, dass wir eine Übereinkunft halt getroffen haben, von wegen so der Gulo Menschen zusammenleben, ja. Also sind jetzt die Gulo so, boah, ne, halt ohne uns. Auch hier habe ich gar nicht so gecheckt, dass hier auch keiner mehr ist. Ja. Überlegung, die ich halt jetzt habe, ist einfach mal hier runter zu gehen. Zu der Station, wo die Ghule ja hier hausten. Ihr erinnert euch. Ich weiß noch nicht mal, wo genau das war. Wir haben ja diesen Schlüssel, mit dem wir da diesen Lagerraum auch öffnen können. Und dann gucken wir uns einfach mal an, was ist denn das? Wo geht's denn da genau hin? War der nie, ne? Wollen Tunnels. Metrozugang, Generator. Da wollen wir mal hin. Wir haben ja nie die Tür dahin geöffnet. Wir haben ja eigentlich den Schlüssel dafür. Aber hingegangen bin ich ja nie, weil ich es nie musste. Weil wir eine andere Lösung gefunden haben. Also eine Lösung wäre gewesen, ne? Verschaffe halt den Ghoulen halt Zugang über die Metrotunnel. Aber wir haben ja eigentlich eine andere Lösung dafür gefunden. Der Deal war aber auch, ne, dass alle sich miteinander vertragen und alles wird gut. Weißt du? Das war eigentlich so das Ding. Jetzt gibt das Ganze natürlich einen ganz anderen Beigeschmack. Weißt du, ich bin ja eigentlich immer pro Ghule. Ne, Ghule for the win und so. Ghule sind auch nur Menschen. Lang dafür. Hinten? Oh ja. Genau, hier war ja noch so ein Plündern da, ne? Den wir dann auch ausgemerzt haben. Und da stellt sich mir natürlich jetzt die Frage, rein moralisch gesehen, ist da nicht richtig, wenn die Ghule dann auch nicht mehr dort leben dürfen? Ich meine, sie haben sich auch nicht an die Abmachung gehalten und so, weißt du? Warte. Hochgradig verwirrt.
Durch? Ja. Wird von einer Stelle aus aktiviert. Okay. Ja, dann bringt mir das ja jetzt ja gar nichts. Aber ich wollte jetzt diesen Lagerraum aufsuchen, weißt du? Dann können wir hier nochmal laden. Das ist quasi hier, wo wir waren. Jetzt haben wir nichts irgendwie anders gemacht. Außer halt, hey, ich habe in der Aufnahmepause halt mit dem Typ hier geredet. Ich hätte gerne diesen Lagerraum gesehen, von wegen, ne, Leichen und so. Ich meine, wenn mein Charakter halt sagt, ja, ne, im Lagerraum sind ja jede Menge Leichen. Ich habe diese Leichen nie gesehen. Prächtig, einfach prächtig. Ne? Guten Abend. Ja, mal gucken, was die hier noch zu sagen haben und ob wir Roy noch treffen hier. Ja. Ich habe ja keine Ahnung. Und Bessie Lynn, hallo. Nochmal hallo. Massenmord, findest du das in Ordnung? Der Lagerraum im Keller ist voller Leichen. Ach ja? Naja, irgendwas werden sie schon verbrochen haben. Okay. Gut. Schönen Tag noch. Guten Abend. Also sie wissen anscheinend, dass sie was... Wie geht es uns an diesem schönen Tag? Verwerfliches getan haben. Ganz gut, danke. Hallo. Aber es stört sie auch nicht so wirklich. Gehen wir hier hin. Eigentlich würde ich ja schon gern wissen, wo dieser Lagerraum ist. Vielleicht hat hier sowas wie Tenpenny noch irgendwas zu... was ich einsammeln kann, weißt du? Liebesbrief. Meine liebste Susan, ich kann aber nicht glauben, dass ich dir das hier schreibe, aber ich kann nicht anders. Ich kann es nicht länger für mich behalten. Ich denke nur noch an dich. Auch wenn ich mit Millicent zusammen bin, ich sehe nur noch dein Gesicht. Gott, kann ein Mann wirklich in zwei Frauen gleichzeitig verliebt sein? Wie kann sich so etwas Falsches so richtig anfühlen? Es muss einen Weg geben, es richtig zu machen. Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen, aber ich möchte nicht, dass es so ist wie zuvor. Es ist jetzt anders, weil ich dir endlich gesagt habe, dass ich dich liebe. Das ist wirklich so. So wirklich, dass ich es nicht mehr ertrage. Ich brauche dich sofort. Wie immer dein, EW. Ein Weg. Ein Weg-Typ. Nee, keine Ahnung. Aber ja, Liebe auf mehrere Personen ist natürlich nicht gang und gäbe. Könnte mir aber vorstellen, dass es tatsächlich funktioniert. Allerdings halt auf Toleranzebene von mehreren Parteien ist das halt immer ein bisschen kritisch. Ja, haben wir immer die wenigsten Verständnis für. Alles jetzt so leergefegt ist. Also diese ganzen Apartments hier gehört jetzt niemandem. Hier riecht es nach Gefahr, dacht mein Supermutant. Weil ja alles ruhig ist, ja. Dashwood safe. Ja, Dashwood ist ja jetzt auch nicht mehr da. Also theoretisch bin ich versteckt. Braucht aber auch einen Schlüssel. Mich würde jetzt wirklich interessieren, wo ist dieser Lagerraum? Hier geht's wieder ins Foyer, dann sind wir einmal rum, okay. Nur noch mal, was wir hier unten vielleicht noch haben. Also ich glaube hier die oberen Räumlichkeiten. Vielleicht haben wir hier auch noch jemanden. Oder auch nicht, war alle tot. Ein ganzer Turm nur für die Ghule. Also wie gesagt, ne, so war das eigentlich nicht gedacht. Eigentlich. Und uneigentlich, naja, siehst du ja selbst. Keiner mehr da. Hm.
Dann gehen wir mal in die nächste Etage hoch. Hier war ja vor mit Alistair und der war ja schon irgendwann einfach weg. Noch niemand mehr. Kein Roy, kein gar nichts. Was ist mit Roy? Ah, der ist doch da, ne? Ja. Hallo, Kumpel. Danke, dass Sie uns hier reingeholfen haben. Eine nette Leichensammlung im Lagerraum. Bist du sicher ganz schön stolz drauf, was? Die haben es verdient. Aber vor einer Glatthaut muss ich mich nicht rechtfertigen. Verschwinden sie oder sie leisten denen da unten Gesellschaft. Alter, ist das eine Drohung? Hallo? Was ist mit Mr. Tenpenny passiert? Leider hatten Tenpenny und ich eine kleine Meinungsverschiedenheit. Aber halb so wild. Gleich darauf hatte er allerdings einen kleinen Unfall. Ja, ich finde es halt merkwürdig, dass du halt als Charakter halt diese Sprachoption hast, obwohl du halt selbst das noch nicht gefunden hast. Das nimmt so ein bisschen die Immersivität halt raus. Das hatten wir schon bei anderen Spielen, ja, anderen Quests ja auch schon. Okay. Das hier der Lagerraum? Ist der Lagerraum irgendwo da hinten? Es gibt ja auch noch hier draußen hier so Zeug. Da gab es auch noch diese eine Tür. War diese Tür dann die, wofür wir den Schlüssel hatten? Ja, keine Ahnung. Hier in dieser Keller. Hier funktioniert aber ein Schlüssel. ECTA Notterminal. Nö. Nehmen wir das. Nö. 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 Ist leicht verschlossen. Ich. Na, geht doch. Oh, wir sind ja auch kurz vor Level Up. Gar nicht mehr im Kopf. Der neu erweiterte Spionageakt 50 USC 31 und 32 untersagt. Jede Benutzung durch Unbefugte einer Zuwiderhandlung wird mit einem Bußgeld in Höhe von 500 US-Dollar und eventuell einer Haftstrafe geahndet. In Notfällen aktivieren Sie die Sicherheitstüren, um sich Zugang zum Tunnelsystem zu verschaffen. Bleiben Sie den Gleisen fern und genießen Sie den schönen Tag. Notruf an DCTA. Fehlgeschlagen, natürlich. Sicherheitstür geöffnet. Damit habe ich die Tür geöffnet. Aber. Das ist ja nicht Lagerraum. Weißt du, was ich meine? Mülleimer sind auch keine Leichen. AV Kriegsgeld. Ich versuche gerade nur Leichen zu finden. Was war eigentlich da hinten noch? Wellness Center. Irgendwie nicht mehr. Irgendwie nicht mehr Wellness Center.
Eher so leere Räume und so. So. Jetzt die Tür hier. Alter. Wir haben letztes Mal schon einen Trick gemacht, ne? Das hier ist die Tür, die wir jetzt geöffnet haben. Station. Okay, das ist das andere Ding. Ja, ja, ja. Und hier sind ja die Räumlichkeiten, wo die Ghule vorher waren. Ja, auch alles nix. Warte mal. Lass mich mal kurz googeln. Fallout 3. Tenpenny Tower. Lagerraum. Anfangs waren die ja, waren die Menschen ja noch alle da. Wo ist der Lagerraum? Ich lese nur andere Sachen. Also was ich halt jetzt gerade gelesen habe, ist, man kann jetzt Roy Phillips theoretisch töten, ohne negatives Karma zu bekommen. Und das hatte ich ja jetzt ja auch selbst schon in Erwägung gezogen. Aber ist halt dennoch komisch, wo soll dieser Lagerraum sein? Weißt du, was ich meine? Hallo. Hallo. Leichensammlung. Die haben es. Ja, ja. Du hast es auch verdient. Okay. Level up. Wollte ich jetzt machen? Nicht die großen Waffen, sondern die kleinen Waffen, ne? Ja. Wir haben auch nur noch zwei Level-Ups, also viel ist jetzt hier nicht unbedingt noch zum Holen. Partyjunge? Der abgebrühte Partyjunge, dass hier nicht mehr unter den Entzugserscheinungen von Alkoholentzug leiden, okay? Kriegstreiber. Nee.
Nee. Nee. Nimm ich denn jetzt? Doch, fast. Ich nehme... hier. Die Nerdwut. Bei wenig Leben mache ich mir Schaden. Leise gehen. So. Hier jetzt noch irgendwer Akro mir gegenüber? Weiß nicht. Vielleicht er hier vorne? Ist nicht mehr da. Sind sie nicht mehr da? Okay, ich bin mir nicht sicher, ob das eine Auswirkung hat auf den Ghoul, von dem wir die Quest haben. Mit dem immer schon auf dem Kopf. Weißt du? Weiß ich jetzt. Darum lasse ich das jetzt erstmal so, wie es ist. Und gut ist. Haben wir jetzt natürlich halt 20 Minuten halt rumgepokelt für nichts und wieder nichts. Aber ist dennoch merkwürdig. Wie gesagt, keine Ahnung, wo hier eine Art Lagerraum sein soll. Wo ich hätte eventuell die Leichen finden können, wo sie die hingerafft haben. Gar kein Plan. Außer vielleicht da vorne. Aber eigentlich will ich ja weiter erkunden, ne? Eigentlich. Und uneigentlich lasse ich mich hier so ein bisschen ablenken. So. Ich glaube nicht, dass sie die hier hingebracht haben. Aber es wäre halt eigentlich nett zu sehen, wo das jetzt genau ist. Wir müssen leise gehen. Und ob man noch das eine oder andere holen könnte, weißt du? Von denen. Und Schlüssel für irgendwas und so was meine ich halt. Damit halt an die Saves da rankommst. Na gut, wir wollen weiter erkunden. Und zwar geht's als nächstes von Old Olney in die Republik Dave. Das kann nur gut werden. Hoffe ich. Wie, wir haben hier noch eine Todesfalle? Tatsächlich. Ach, die sind so langsam alle hinüber hier. Falsch gedacht. Trotzdem Level. Okay. Ja, da ist noch einer. Da sind sogar noch mehr. Alle respawnen langsam oder was? Wobei ich glaube. Hier respawnen, ganz ehrlich. Ich glaube, er hat einen gewissen Zeitpunkt, wenn du mit der Story halt so weit voran bist, dann kommt einfach hier nochmal ein Sprung, damit es nicht langweilig wird oder so. Lade nach. Also das Leben meine ich. Ja, 218 Stimpaks habe ich. Das ist schon eine Hausnummer. Ja, jetzt das Level. Gut Spiel, gut Spiel. Weiter so aus. Hier wird noch was. So, die Nerdwut hatten wir vorhin. Wo ist es? Da. Die Nerds trinken ja auch keinen Alkohol. Ach, seine Erfahrungspunkte kriege ich jetzt nicht, ja? Weil er wieder den Last Hit gemacht hat. Viel Klauer.
So, immer Richtung Osten. Vielleicht hier nochmal ein paar Stunden warten. Einfach mal wieder ein bisschen heller ist hier. Nicht heller Wasser, aber generell heller. Das ist doch gleich viel besser. Wir haben zwar da auch die eine Milchwirtschaft, die da in der Nähe ist. Wir gehen das jetzt einfach von oben ein Stückchen mal so herab. Das ist so mein Plan. Ob das Beste ist, den ich je hatte, wage ich zu bezweifeln. Generell können wir auch noch mal gucken, was ist halber. Den Rand der Karte irgendwie toll erreichen. Und was dann passiert. Dafür ist sich jetzt halber mal speichern. Okay. Hab wieder keine Erfahrung. Oh. Ich liebe es. Oh. Ach, aber für den. So, einfach nur mal, um zu sehen, was passiert, wenn wir es eine Karte erreichen. Ist da eine Alpha-Wand? Bin ich da tot, weil mich da Radioaktivität schlecht hinholt? Oder ist da einfach Berg? Ich habe ihn getötet. Wieso kriege ich keine Erfahrungspunkte? Finde ich nicht okay. Gleich müssen wir das Ende erreicht haben. Speichern. Im Moment müsste hier Ende des Spiels sein. Genau. In diese Richtung können Sie nicht weitergehen. Bitte kehren Sie um. Okay. Na gut. Dann bin ich mal nicht so, ne? Sind wir bald da? So weit? Bis zur Republik Dave? Noch so ein kleiner Roboter. Immer ich platt. Ich hab 6 Erfahrungspunkte, das hat sich gelohnt. Oh! Genau, viele Gegner. Generell hier in dem Bereich, weißt du? Ich werde unsere gemeinsamen Zeit. Lade nach. Oh! Oh nein! Bullseye, genau. Hier geht's wieder nicht weiter. No. Bin ich denn hier? Achso. Weiß von hier aus muss ich ein bisschen mehr Richtung Süden. Oh, ein Albinoskorpion. Yay. Oh. Ja. Ich muss noch mal ganz kurz wieder eine Heilung nehmen. So. Okay.
funktioniert. Ich könnte schon wieder was nehmen. Bin ich auch verschwenderisch, ne, mit dem Leben. Jetzt nur, weil ich ein bisschen mehr Stimpaks wieder habe. Aber generell in letzter Zeit bin ich ja auch nicht mehr vorsichtig. Als zweckgebunden. Das hier, Republik Dave? Sieht fast so aus, ne? Jo, das muss sie sein. Mal gucken, was uns da erwartet. Oder wer? Wer oder was? Und wer ist eigentlich Paul? Die sind auf jeden Fall freundlich da drin, das ist schon mal gut. Und es auch freundlich reinlassen. Das ist noch besser. Hallo, guten Tag. Hey, wer sind Sie? Was wollen Sie von der Republik, Dave? Keine Angst, ich will nur ein bisschen Republik mit dir spielen. Ich spiele so gern Republik. Ich darf immer Dave sein. Oh. Ich bringe Sie zu ihm. Aber reden Sie ihn immer mit Mr. President Papa an. Das mag er. Okay. Mr. President Papa. So weit ab vom Schuss von allem anderen hier, ja? So dass sie dadurch relativ gut geschützt sind, denke ich. Ist noch weit kleiner? Leg mal die Waffe weg. Immer so nett. Kapitolsgebäude. Hallo? Hallo. Du bist? Haben Sie schon mal von Dave gehört? Wenn wir mit Fremden reden. Ach so, okay. Jemand aus dem Ödland. Wie in den Geschichten über Dave. Dave sieht es nicht gern, wenn wir mit Fremden reden. Oh, Dave sieht anscheinend generell nicht viel gern. Hallo. Tschüss. Sie sind fast so groß wie Dave. Auch nur fast. Hallo, Dave. Wir haben Besuch in meiner Republik. Ich bin Dave, Präsident der Republik Dave. Sie haben mich mit Mr. President anzureden, andernfalls lasse ich Sie hinrichten. Also, ein Gesuch für die Staatsbürgerschaft, einen Asylantrag oder einfach nur Urlaub in der Republik Dave? Verehrter Präsident Dave, ich bin der Botschafter aus dem Ödland. Sie kommen als Botschafter? Hervorragend. Schön zu sehen, dass das Ödland die Souveränität der Republik Dave endlich anerkennt. Wenn sich die Bewohner des Ödlands als großzügig und respektvoll erweisen, könnte ich mich dazu herablassen, sie zu annektieren. Okay, Mr. President, kennen Sie einen Ghoul namens Mr. Crowley? Den Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Bevor ich vom Volk zum Präsidenten gewählt wurde, arbeitete ich mit einem Söldner namens Mr. Crowley zusammen. Wir waren Teil einer Expedition zum Fort Constantine. Was ist mit Fort passiert? Was ist im Fort passiert, Mr. President? Crowley ist am Leben. Ich soll ihm den Schlüssel bringen. Lebendig? Ich habe mich immer gewundert. Er war mit einem Rudel wilder Ghule eingesperrt. Die greifen ja keine Ghule an. Der Schlüssel gehört zum Staatsschatz der Republik Dave. Ich kann ihn nicht so einfach hergeben. Mr. President, was ist besonders an dem Schlüssel? Der Schlüssel als Geschenk wäre ein geschickter Schachzug, Mr. President. Das habe ich natürlich bereits gewusst. Ich wollte Sie nur auf die Probe stellen, um zu sehen, ob Sie das ebenfalls erkennen. Hier, nehmen Sie den Schlüssel. Er ist ein Geschenk der Republik Dave an das Ödland. Okay, damit haben wir jetzt den Spezialschlüssel, mit dem wir in dem Ding weiterkommen. Was ist denn so bei Ihnen los, Mr. President? Wir halten gerade Präsidentschaftswahlen ab. Schauen Sie doch nicht so überrascht. Sehen Sie denn nicht, dass das eine Republik ist? Doch, selbstverständlich. Das sieht mir ja nach einer Diktatur aus. Ich habe keine Ahnung, ich bin erst angekommen. Ah, Sie sind also auf der Suche nach Erkenntnis. Die freien Wahlen unterscheiden einen Präsidenten wie mich von einem Monarchen wie meinem Vater. Ihr Vater war ein Monarch? Sie meinen einer dieser Schmetterlinge? Oh Mann. Vater war ein Monarch?
Und Sie sind ein Präsident? Wie geht das denn? Mein Vater hat seine politische Macht durch Geburtsrecht erhalten und hat diese großartige Nation in Königreich Tom umbenannt. Obwohl mir mein Vater seine Macht übertragen hatte, gründete ich eine Republik, damit das Volk seinen Anführer selbst wählen kann. Ich möchte die Wahl mit Ihnen diskutieren. Die Wahl ist noch nicht vorüber. Was wollen Sie wissen? Wer darf wählen? Wahlberechtigt sind Bob, Shauna, Jessica, Rosie und ich. Hier in der Republik ist das so. Wer alt genug ist, eine Waffe zu tragen, darf auch wählen. Rosie und Jessica sind normalerweise hier im Kapitol. Bob hängt üblicherweise draußen in der Nähe der Brahmin-Koppel rum. Shauna ist die Leiterin des Museums von Dave. Dort werden Sie sie finden. Okay. Sind die Stimmen schon gezählt? Richten Sie Shauna aus, dass Dave ihr befiehlt, ihre Stimme abzugeben. Dann kommt sie gerannt, glauben Sie mir. Okay. Kann ich bei den Wahlen helfen? Warum eigentlich nicht? Das Volk hat einen Hang dazu, erst im letzten Moment wählen zu gehen. Aber ich will die Wahlen bald hinter mich bringen. Ich gebe Ihnen ein paar Kronkorken, wenn Sie alle Erwachsenen dazu bringen, heute irgendwann ihre Stimme abzugeben. Nicht, dass ich etwas zu befürchten hätte. Das Volk weiß, wer das Oberhaupt der Republik ist. Das ist aber jemand ein bisschen eingenommen von sich selbst, ne? Erzählen Sie mir mehr von der Republik. Normalerweise ist die Tourismusabteilung für die Fragen Auswärtiger zuständig. Machen Sie also schnell. Sie sind hier also verantwortlich, Mr. Präsident? Korrekt. Als Präsident stehe ich dem Amt für Touristenrechte, dem Amt für Einwanderungsangelegenheiten und dem Amt für Dave-mäßige Aktivitäten vor. Dave-mäßig? Mit besonderem Stolz erfüllt mich meine Aufgabe als oberster Befehlshaber von Daves Armee, der unbarmherzigsten Streitkraft des Ödlands. Okay, ich würde gerne mehr über Sie erfahren. Vor vielen Jahren befreite ich diese Menschen vor dem Zorn Toms, dem früheren Herrscher des Königreichs Tom. In der Folge wählten sie mich erwartungsgemäß zu ihrem Präsidenten. So entstand die Republik Dave. Okay. Empfehlen Zukunftspläne? Nun, die Republik Dave ist die einzige souveräne Nation im Ödland. Der einzige noch wirklich zivilisierte Fleck auf der ganzen Welt. Eines Tages werden alle Ödländer Bürger der Republik Dave sein und ihren großartigen Präsidenten verehren. Okay. Das ist alles, was ich wissen muss, Mr. Präsident. Na, wunderbar. Haben Sie schon gewählt? Natürlich habe ich schon gewählt. Ich war der Erste, der seine Stimme abgegeben hat. Jetzt warte ich nur noch auf die anderen Stimmen. Also... Ich gehe mal davon aus, dass er sich selbst wählt. Normalerweise wählt man ja quasi als Kandidat immer jemand anderes statt sich selbst, ne? Die Republik ist zerfallen, das Ödland ergreift nun erneut die Macht. Kommunist! Er ist ein Kommunist! Alle, schnell hierher! Ich bin raus hier! Einer von uns wird diesen Ort lebendig! Nein! Oh! Ja gut, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das wollte ich wirklich nicht. Das laden wir neu. Dann machen wir das Gespräch auf Schnelldurchlauf. Mann, die Brahmine stinken gotterbärmlich heute. Ich bin Dave, Präsident. Mr. President, ja, ja. Ich bin Botschafter. Was ist denn so bei Ihnen los? Gerade Wahlkampf, ja. Hab keine Ahnung, bin gerade erst angekommen. So. Kann ich Ihnen helfen? Nicht. Erzählen Sie mir mehr. Sie sind hier verantwortlich. Ich würde gerne mehr über Sie erfahren. Zukunftspläne. Alles, was ich wissen muss. Kennen Sie einen Ghoul namens Mr. Crowley? Ich soll einen Schlüssel bringen. Ein tolles Geschenk. Haben Sie schon gewählt? Wahl diskutieren ist noch nicht vorüber. Wer darf wählen? Die Stimmen schon gezählt? Noch nicht. Wer kandidiert für die Wahl? Ich bin der einzige Wahlhelfer. Warum sollte das Volk jemand anderen wollen als Dave? Von mir bekommen die Leute alles, was sie wollen. Okay.
Ich möchte Nägel mit Köpfen machen und mich zur Wahl des Präsidenten stellen. Ja, erstmal noch nicht. Ich glaube, ich habe alle Informationen, die ich brauche. Sonst noch was? Nein, danke. Ich muss los. Alles klar. Gleich als Kommunisten hier beschimpft. Zack. Hallo. Dave sagt, sie sind in Ordnung. Dann ist alles gut. Ich möchte die Wahl mit Ihnen diskutieren. Ich werde helfen, wo ich kann. Wer kandidiert? Nur Dave. Er ist immer der einzige Kandidat. Jeden Tag, oder was? Haben wir überlegt, bei den Präsidentschaftswahlen zu kandidieren? Niemals. Nur ein Verrückter würde es wagen, gegen ihn anzutreten. Ich möchte Nägel mit Köpfen machen und mich vielleicht zur Wahl des Präsidenten stellen. Haben Sie Dave gefragt, ob das in Ordnung geht? Ich glaube, ich verstehe. Ich hätte noch eine andere Sonst Frage. Sonst noch was? Ich probiere das, mich zur Wahl aufstellen zu lassen als neuer Typ. War Ihnen dieses Geschenk nicht... Die Wahl diskutieren. Ich möchte mich zur Wahl aufstellen lassen. Tut mir leid, aber der Präsident muss ein Staatsbürger der Republik Dave sein. Das trifft auf Sie nicht zu. Wie werde ich Staatsbürger? Schade. Ich muss los. Ich habe gehört, dass Ihnen Dave erlaubt hat zu bleiben. Willkommen, aber nehmen Sie sich vor den Kindern in Acht. Wieso die Kinder? Ich würde gerne mehr über die Republik erfahren. Kein Problem, aber machen Sie es nicht zu lang. Sonst fragt Dave sich noch, worüber wir reden. Erzählen Sie mir mehr über diesen Typen Dave. Dave ist ein guter Mann. Er sorgt dafür, dass die Kinder beschäftigt sind. Er kaufte ihnen unzählige Spielsachen, was er natürlich nie zugeben würde. Er hat Shona den Auftrag gegeben, die kleineren Kinder zu unterrichten. Sie arbeitet im Museum von Dave im Westen der Republik. Also eigentlich macht er schon vernünftige Sachen. Gibt es irgendwelche privaten Infos, die für mich interessant sein könnten? Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich bin Daves Ehefrau. Oder erste Ehefrau, besser gesagt. Ich bin schon seit vielen Jahren hier. Inwiefern erste Ehefrau? Was? Hat er zwei? Ja. Er hat zwei Frauen. Dave und ich heirateten, als er noch durchs Ödland zog, bevor er von seinem Vater Tom die Republik erbte. Nach Ralphs Geburt meinte Dave, der Präsident müsse das Ödland wieder bevölkern. Deswegen haben wir jetzt eine zweite Ehefrau. Okay. Taugt die Republik was? Wir haben genug Essen und Wasser hier und unser Gelände ist ziemlich sicher. Ich bin froh, dass unsere Kinder hier, fern des Ödlands, aufwachsen können. Ich hätte gern bessere Handelsbeziehungen mit den hiesigen Karawanen, aber Dave hat Angst, dass der Einfluss von außen die Republik schwächen könnte. Okay, das ist alles. Gut. Tschüss. Auf Wiedersehen. Alles weiß, Gute. Ich soll sie alle zur Wahl bewegen, Hallo. Aber erstmal will ich es hier mehr... Es hat einen guten Grund, dass abgeschlossen ist. Also keine dummen Ideen. Mehr Informationen sammeln, Meister. Vielleicht gibt es ja doch nochmal eine andere Option, dass ich jemand anderes aufstellen lassen kann. Inwiefern das was bringt, weiß ich nicht. Hallo. Aber man kann ja mal gucken. Präsident Papa sagt, dass alle Leute, die nicht aus der Republik kommen, böse sind. Nee, nicht alle. Mann, die Brahmine stinken gotterbärmlich heute. Dave sagt, sie sind in Ordnung. Dann ist alles gut. Möchte mehr über die Republik erfahren? Sie sollten zwar eher mit Dave sprechen, aber gut. Sind Sie Daves zweite Frau? Ich bin seine erste Frau. Rosie ist die zweite, denn sie ist alt und zu nichts mehr zu gebrauchen. Ah, okay, danach geht das. Okay, erzählen Sie mehr über diesen Typen Dave. Für Sie heißt er immer noch Präsident Dave. Nennen Sie ihn bei seinem vollständigen Namen oder wir lassen Sie erschießen. Er kümmert sich um uns alle, sogar um die selbstsüchtige Rosie und ihre Gören. Meine Kinder werden sicher nicht so wie ihre. Okay. Können Sie mir mehr über sich selbst erzählen? Ich kann nur sagen, dass Dave mein Ehemann ist. Meiner, verstehen Sie? Was Rosie dazu sagt, ist mir egal.
Nur weil Rosie mal eine große Anführerin irgendwo draußen im Ödland war, fühlt sie sich mir überlegen. Einmal hat sie sogar Dave rumkommandiert. Taugt die Republik was? Dave ist ein großer Anführer. Er wird die Zivilisation zurück in das Ödland bringen. Man sagt ja, dort habe alles begonnen. Okay. 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 Ich gehe erstmal. Haben Sie schon mal von Dave gehört? Du bist Shauna, ne? Dave hat Ihnen das Okay gegeben, was? Na gut, dann willkommen. Ich bin die Leiterin des Museums von Dave, in dem die Kinder der Republik Wissenswertes über ihr Erbe erfahren können. Ich würde die Wahl mit Ihnen diskutieren. Ich weiß nicht, ob ich die Richtige dafür bin. Schon mal überlegt, bei den Präsidentschaftswahlen zu kandidieren? Keine Chance. Wenn ich könnte, würde ich Dave sogar doppelt wählen. Okay. Ich habe noch andere Fragen. Sonst noch was? Ich würde mehr über die Republik wissen. Kein Problem. Das Museum von Dave freut sich, im Namen des Tourismusamts sämtliche Fragen beantworten zu dürfen. Dave hat 2 Ehefrauen? Kurz nach der Gründung der Republik reformierte Dave das restriktive Eherecht des Königreichs Tom. Die Mehrehe gilt nun als eine der großen freien Freiheiten der Republik Dave. Okay. Erzählen Sie mehr über den Typen Dave. Präsident Dave ist der Retter des Ödlands. Er bringt wieder Frieden und Ordnung in das Chaos, das der Mensch selbst verursacht hat. Wenn Sie mehr erfahren möchten, schließen Sie sich doch um 14 Uhr der Führung durch das Museum von Dave an. Okay, 14 Uhr, okay. Erzählen Sie mehr von sich? Ich leite lediglich das Museum und unterrichte die kleinen Kinder. Ich lehre sie Wahrheit, Gerechtigkeit und Daves Willen. Taugt die Republik was? Die Republik Dave hat eine große Geschichte, die den Kulturen der großen Vorkriegsnationen um nichts nachsteht. Na gut. Ausgesprochen Dave-mäßig, würde ich sagen. Dieser Typ Dave hat ein eigenes Museum? Na sicher hat er ein eigenes Museum. Alles hier stammt von Daves Abenteuern im Ödland, bevor er die Republik gründete. Jeden Tag so um 14 Uhr mache ich eine Führung. Kommen Sie da doch mal vorbei. Okay. Nimmt das Museum Spenden an? Darüber habe ich eigentlich noch nie nachgedacht. Warum fragen Sie? Oh, nur so. Ich hätte zufällig ein paar Souvenirs aus Daves Vergangenheit anzubieten, habe ich. Oh, wie wunderbar. Im Namen der Republik nehme ich Ihre Spende sehr gern an. Dave hat gerade erst das Museumsbudget für dieses Jahr erhöht. Eigentlich wollte ich Bücher für die Kinder kaufen, aber das hier ist viel wichtiger. Ich bin bereit, diese Dave-Relikte zu verkaufen. Nicht? Fantastisch. Was haben Sie denn zu bieten? Ah. Wir müssen hier mit ein paar tollen Todeskrallen von Dave. Oder auch Fleisch und Fleisch und Fleisch. Immer nur Kronkorken hat's, ja? Da geht doch noch was. Hier, auch so einen tollen Hammer. Ui. Ein Dave-Hammer. Dave-tastisch. Was für wundervolle Objekte für das Museum von Dave. Ja, ich geh erstmal los. So, wir haben jetzt wie spät? 9.33 Uhr. Frauenquartiere, okay. Und du bist Bob. Ja? Was gibt es? Los, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Oh, ich würde gerne mal über die Republik erfahren. Shauna ist die Museumsleiterin, nicht ich. Was zum Henker wollen Sie? Dave hat 2 Ehefrauen? Ja, er hat 2 Frauen. Und sie gehen mir beide schwer auf den Zeiger. Man muss sie dauernd bei Laune halten, sonst fließen sofort die Tränen. Erzählen Sie mir über diesen Typen Dave. Dave ernannte mich zum stellvertretenden Befehlshaber von Daves Armee. Deswegen trage ich eine Waffe. Ob ich davon Gebrauch mache, liegt an Ihnen. Okay, also Bob, ich würde gerne mehr von... Sie müssen nur wissen, dass ich Daves stellvertretender Befehlshaber bin. Lassen Sie mich also in Ruhe. Und lassen Sie Rosie und Jessica auch in Frieden. Sie sind Daves Ehefrauen und müssen sich um wichtige Dinge kümmern. Okay, taugt die Republik was? Dave hat das Sagen. Wenn er nicht da ist, bin ich der Chef. Wenn Sie noch was wollen, gehen Sie zum Museum von Dave auf der linken Seite des Geländes.
Okay, das ist erstmal alles. Schön. Die Wahl diskutieren? Ach ja? Was ist mit den Wahlen? Schon mal überlegt, Präsidentschaftswahlen zu kandidieren? Mann, wäre das cool, Präsident zu sein. Da müssen alle mir gehorchen. Sonst schicke ich sie einfach ins Exil, ins Ödland. Ich glaube, du wirst als erstes würde ich mich zum Oberhaupt auf Lebenszeit erklären, damit sie mich bei den nächsten Wahlen nicht wieder loswerden können. Aber eigentlich brauche ich gar nicht zu kandidieren. Irgendwann wird mir Dave die Regierung übertragen, so wie er sie von Opa Tom bekommen hat. Dave ist korrupt, die Republik braucht einen neuen Kämpfer für die Freiheit. Jawohl! Ich werde es ihm zeigen! Und wenn ich dann das Sagen habe, werden alle einsehen müssen, dass ich genauso gut bin wie Dave. Oder sogar besser. Hey. Wahl diskutieren? Ich könnte mich aufstellen lassen. Haben Sie Dave gefragt, ob das in Ordnung geht? Verstehe. Ja. Geh da mal. Ich will meine Ruhe. Ich habe Sachen für Dave zu erledigen. Oder hast du vor, Dave zu erledigen? Unterschied. Jemand aus dem Ödland. Wie in den Geschichten über Dave. So, das hier ist das Museum, ja? Können wir hier mal warten bis 14 Uhr. Kann ich auch mich hinsetzen? Beginnen wir mit dem Unterricht. Aber hey, ich weiß ein bisschen doch schon mehr Vorsicht alles über Dave. Angebracht. Sind Sie wirklich aus dem Ödland? Toll! Ja, toll. Ich setz mich auch hin. Geht's jetzt bald los? Willkommen im Museum von Dave. Ja, schön hier. Geht's jetzt los? Jetzt dann fange ich mal mit der Museumsführung an. Rechts außen sehen Sie den Kinderwagen, in dem unser großer Anführer als Baby schlief. Er weinte nie und sein Kot stank überhaupt nicht. Dave und seine 8 Geschwister hatten ihre eigene Baseballmannschaft. Die war so stark, dass die Ödlandmannschaft sich nie gegen sie anzutreten traute. Hier sehen Sie den Originalaktenkoffer, den Dave mitnahm, als er enttäuscht von der Art, wie sein Vater das Land regierte, in die Ferne zog. Dave brachte unzählige Gegenstände aus dem Ödland mit. Auf Artefakten wie diesen beruht der große Reichtum der Republik. Dave ist ein begeisterter Sammler von Kriegsreliquien, wie Holobänder und Waffen. Diese Kugel zeigt die Erde, die Dave vollständig umrundet hat. Lassen Sie sich nicht täuschen. Sie ist in Wirklichkeit mindestens 50 Mal größer. Ich weiß nicht, wer diesen Reifen hier hingelegt hat. Diese Waffen wurden gegen die USA eingesetzt, bevor die Bomben fielen. Wahrscheinlich erstand Dave sie damals, als er zu Fuß nach China wanderte. Dave ist ein weltberühmter Meisterschütze. Alle Welt erzählt sich, wie er quer über den Potomac einem Raider einen Apfel aus der Hand schoss. Zu meiner Linken sehen Sie den echten Schädel einer Todeskralle, der Dave auf seiner Wüstenmission begegnete. Ich weiß, was Sie denken, aber das ist kein Brahmin-Schädel. Brahmin haben 2 Köpfe, also müssten 2 Schädel hier sein, wenn es ein Brahmin wäre. Ja, komm, Todeskralle, gehen nicht. Bitte die Ausstellungsstücke nicht. Und somit wären wir am Ende der Führung angelangt. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen. Das Hallo. Machst du jeden Tag? Jeden Tag um 2? Ich denke, mir geht's grad. Okay. Brauchen Sie irgendwas? Wahl diskutieren? Kann ich mich aufstellen lassen? Oder was halten Sie davon? War Dave damit einverstanden? Wissen Sie, dass Bob für die Präsidentschaft kandidiert? Ich bezweifle, dass er gegen Dave eine Chance hat. Okay. Sonst noch was? Sie sollten wählen gehen, wenn Sie nichts schon getan haben. Oh ja, Dave hat Sie geschickt, um mir das zu sagen, nicht wahr? Ich komme sofort, ich verspreche's. Ganz gut. Hallo. Okay. Ja? Was gibt es? Los, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Sie sollten wählen gehen. Na gut, ich bring's hinter mich. Wenn halt jemand bei mir an der Tür klingen würde, ne? Von wegen so, ja, Sie sollten wählen gehen. Dave sagt, Sie sind in Ordnung. Dann ist alles gut. Wahl diskutieren. Was ne, Bob kandidiert? Ich bezweifle, dass er gegen Dave eine Chance hat.
Sie sollten wählen gehen. Sie haben wohl recht. Ich werde jetzt gleich gehen. Fertig. Dave ist der Beste. Okay. Wir sind hier. Rosie, da. Hallo. Ich habe gehört, dass Ihnen Dave erlaubt hat, zu bleiben. Willkommen. Aber nehmen Sie sich vor den Kindern in Acht. Ich möchte die Wahl diskutieren. Die Wahlsaison ist immer besonders aufregend hier. Das glaube ich. Haben Sie, wussten Sie, dass Bob kandidiert? Ich bezweifle, dass er gegen Dave eine Chance hat. Okay. Schon überlegt, mal selber zu kandidieren? Ob Sie es glauben oder nicht, ich war früher mal Anführerin einer größeren Gruppe als dieser hier, auf einer der alten Karawanenstraßen. Das habe ich einige Jahre lang gemacht. Und uns ist es nicht schlecht gegangen. Aber was rede ich denn da? Gegen Dave anzutreten käme einem Verrat gleich. Sie könnten die Republik in eine neue Ära führen. Sie haben recht. Dave hat mich immer nur rumgeschubst. Es wird Zeit, dass sich das ändert. Hätte ich früher machen sollen. Sie haben recht. Ich werde jetzt gleich gehen. Ah. Heraus damit, Botschafter. Diese Republik regiert sich nicht von alleine. Die Wahl ist noch nicht vorüber. Was wollen Sie wissen? Sagen Sie nochmal, wie ich bei der Wahl helfen kann. Anscheinend haben Sie einen Konkurrenten. Ich habe einen Konkurrenten? Echt? Aber... Moment. Nein, das ist doch eine freie Republik. Überlassen wir das Wort dem Volk. Ich habe vollstes Vertrauen darauf, dass es mich als einziges und wahres Oberhaupt bestätigen wird. Sonst noch was? Erstmal nicht. Ich hätte Rosie halt eher... Ja? Was gibt es? Los, ich hab nicht... Diskutieren... Ah. Ich habe alle Informationen, okay. Mann, brauchen Sie irgendwas? Diskutieren. Schon gehört, dass Bob und Rosie bei der Wahl kandidieren? Wow, das ist das erste Mal, dass wir so eine Auswahl haben. Okay. So. Sie sollten wieder gehen. Oh ja. Die Brahmine stinken gotterbärmlich heute. Dave sagt, sie sind in Ordnung. Bob und Rosie kandidieren, ne? Wow, was geht hier ab in dieser Stadt? Okay. So. Das war's. Bis spät. Na, habt ihr's bald? Ich drück die Daumen. Vielleicht stimmen ja jetzt quasi zwei für Rosie Dave, ab. Führe unsere Republik zum Ruhm. Okay, sie stimmt trotzdem für Dingens. Was soll das? Wenn keiner redet so mit mir. Klappe. Eventuell noch den Speicherstand. Genau. Komm, wir machen das. Weil sonst gewinnt Dave. Wäre jetzt nicht schlimm, Hallo. Ne? Genau, wir hatten ja hier gespeichert, weil wegen... Ich habe gehört, dass Ihnen... Ich will mich ja selbst zur Wahl aufstellen lassen. Und falls ich dann doch getötet werden wollen würde... Deswegen hatte ich gespeichert... Wahl diskutieren, selber kandidieren. Aber was rede ich denn da? Aber Sie schaffen das. Sie haben recht. So. Dann sollten Sie wählen gehen. Sie sind fast so groß wie Dave. Dave sagt, Sie sind in Ordnung. Wahl diskutieren. Wissen Sie, dass Rosie jetzt auch Präsidentschaftskandidatin ist? Warte mal. Das arme Mädchen wird nicht viele Chancen haben, oder? Naja, mal gucken.
Nie. Okay, das hatten wir. Dann soll sie wählen gehen. Sie haben wohl recht. Ich werde jetzt gleich gehen. Oh, sie muss noch wählen gehen? Ich habe gehört, dass Ihnen Dave... Sie haben... Hallo, wollen wir Republik spielen? Hallo, Präsident Papa sagt, dass alle Leute, okay, die nicht aus der Republik kommen, böse sind. So, du. Ja? Was gibt es? Ich glaube, wenn ich ihn jetzt dazu bringe, halt auch zu kandidieren, dann ist er der Einzige, der für sich stimmt, ne? Ach, ich hab davon gehört. Sie glaubt doch wohl nicht im Ernst, dass sie besser ist als Dave. Na, mal gucken, ne? Schon überlegt halt selbst. Mann, wäre das cool, Präsident zu sein. Da müssen alle mir gehorchen. Sonst schicke ich sie ein als... Ja. Aber eigentlich... Ah. Jawohl! Wird schon. So. Sie sollten wählen gehen. Na gut, ich bring's hinter mich. Wir brauchen noch Shauna, die nicht hier ist. Also, hi. Dave hat Ihnen das okay? Ich... Nein, natürlich hat sie ihr nichts verkauft, ne? Hat ein eigenes Museum, ja, nimmt das Spendern. Souvenirs. Dave-Relikte. Was ob? Ich einfach wieder das Geld hier ab. Ach komm. Wobei, bringt ja nicht viel. Nee, lass mal. Die hier. Tollen Hammer. Das hier. So. Was für wundervolle Objekte für das Museum von... Wahl diskutieren. Wussten Sie, dass die beiden wow, das zur Wahl gehen? Präsidentschaftswahlen, keine Chance, gut. Sonst. Sie sollten wählen gehen. Oh ja. Und aus dem Ödland. So, du gehst wählen? Na los, etwas schneller. Ich habe zu tun. Na gut. Okay. Geschichten über Dave. Ich drück die Daumen. Fertig. Dave ist der Beste. Vorher immer so eine sehr einseitige Wahl und so, ne? Mann, die Brahmine stinken gotterbärmlich heute. Okay. Hallo. War Ihnen dieses Geschenk? Ja, doch. Wahl diskutieren. Anscheinend haben Sie Konkurrenten. Ich habe einen Konkurrenten? Echt? Aber... Ja. So, ich wollte jetzt einfach nur nochmal sicher gehen. Die Rosie halt angeschnackt habe wegen Präsidentschaftswahl, bevor halt die anderen zu Wahlen gehen, weißt du? Sonst. Ich gehe mal. Alles klar. Schon mit Dave gesprochen? Du hockst hier vom Radio oder was? Oh, anscheinend defekter Sendeturm. Mann, die Brahmine stinken gotterbärmlich heute. Ah, Dave, führe unsere Republik zum Ruhm. Hallo. Okay, gut, schauen wir mal. Heraus damit, Botschafter. Diese Republik regiert sich nicht von alleine. Die Wahl diskutieren? Die Wahl ist noch nicht... Anscheinend wurden alle Stimmen abgegeben, Mr. Präsident. Gut, alle haben ihre Stimme abgegeben. Ich werde mich jetzt um die Auszählung kümmern. Oh ja, fast hätte ich's vergessen. Hier sind Ihre Kronkorken. Weiter so. Vielleicht verleihe ich Ihnen ja die Staatsbürgerschaft. In ein paar Jahren. Wow, 25 Kronkorken. Also ja, ja. Richtig. Richtig in die Tasche gegriffen hat er. Gut, ist jetzt auch nicht der Mega-Aufwand, aber trotzdem. Wollen wir mal sehen, was wir da haben. Eine Stimme für mich. Noch eine Stimme für mich. Eine Stimme für Rosie. Bob? Nach Auszählung der Stimmen fällt die Wahl des Präsidenten auf. Naja, trotz der kleinen Problemchen sieht es so aus, als würde ich zum Sieger erklärt. Zwei für...
ihn. Eine für Hosey, eine für Bob. Sind noch 5 Leute, ne? Wir haben Besuch in meiner Republik. Ja, was kann Präsident Dave für Sie tun? Okay. Wenn ich mit Anna jetzt hier nochmal darüber schnacken kann, von wegen so, ja, hast halt nicht gewonnen. Mann, die Brahmine stinken gotterbärmlich heute. Ja, ja, das bin ich. Dave sagt, sie sind in Ordnung. Und die Wahlergebnisse gehört? Hat Dave wieder gewonnen? Ich habe nämlich für ihn gestimmt. Okay. Geh dann mal. Mit dir? Hallo. Ich habe gehört, dass Ihnen Dave erlaubt hat... Tut mir leid, dass Sie nicht gewonnen haben. Ich habe nicht gewonnen, was? Naja, es wird ja wieder Wahlen geben. Schade, dass sie nicht sagt, für wen sie gewählt hat. Haben Sie schon mal von... Na los, etwas schneller. Ich habe zu tun. Die Ergebnisse sind da. Mehr Glück im nächsten Jahr. Ach, egal. Ich bin sowieso lieber die Nummer 2. Hey. Bis später. Dave gehört. Hallo. Hallöch. Brauchen Sie irgendwas? Wahlergebnis gehört. Hat Dave wieder gewonnen? Ich habe nämlich für ihn gestimmt. Ah, okay. Also ich kann mir vorstellen, dass es halt quasi irgendwie an ihr hängt. Mit einer anderen Dialogoption oder so. Würde ich halt gerne wissen, was hier ist. Werde aber erkannt. War ich mal? Oder mit dem Negligé, ja gut, okay. Hätte sein können, dass hier noch irgendwie was an schmutzigen Geheimnissen zu finden ist oder so. Aber nein. Du weißt doch schon alles über Dave. Gut. Dann können wir den Ort auch schon verlassen. Also schon ist gut. Haben wir heute nicht so viel erreicht, aber Republik Dave vorangebracht. Oder halt auch nicht. Sind so rückschrittlich wie je zuvor. In der nächsten Folge geht es dann munter fröhlich weiter ans Erkunden vom Ödland. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.